Okay, also dieses Teil hier besteht aus Text und der ist praktisch in Pfade umgewandelt und dann extrudiert im 3D, Photoshop 3D und hat eben diese Drahtmodell-Darstellung. Ja, also gibt es verschiedene Beispiele, kann man natürlich auf verschiedene Weise machen. Es ist nicht ganz so einfach, genau das gleiche exakt zweimal herzustellen. Das hier ist schon ein bisschen gerendert, deshalb sieht das schon mal wesentlich besser aus als dieses. Also man muss, wenn man denn fertig ist, die ganze Szene rendern im 3D-Bedienfeld hier unten. Dauert aber dann so circa 3 Stunden bei einer Grafik von 1000. Hängt natürlich vom Rechner ab, aber wenn man die Qualität auf hoch setzt, dauert das eine ganze Weile mit dem Rendern. Aber sieht natürlich dann wesentlich besser aus als diese Vorschau. Die Vorschau ist nochmal etwas pixelig, ne, wenn man das jetzt mal vergleicht. So, wie macht man das Ganze? Also ich fange mal damit an. Die Schrift ist ungefähr so gesetzt, also die Buchstaben dann in Pfade umgewandelt und einzeln angewählt. Also eine neue Datei aufmachen. 1024 macht fürs Web. Muss RGB sein, weil im SMYK, Cyan, Magenta, Yellow Key Modus funktioniert der 3D-Bereich nicht. Geht nur im RGB-Modus, deshalb fürs Web. Datei erstellen. Ich muss meine Fenster jetzt hier mal nur schwebend machen. Sonst kann ich schlecht hier was sehen. Und dann fange ich an, hier mir mit dem Text halt ein Wort zu schreiben. Man muss natürlich gucken, dass man eine Schrift nimmt, die auch wirklich es erlaubt, sozusagen die Buchstaben da so ein bisschen ineinander zu schieben. Ich hatte ursprünglich, glaube ich, eine Art Helvetica im Zeichenbedienfeld. Kann ich nochmal gucken. Oswald Heavy ist auch nicht so schlecht. Oder Impact. Die hat so ein Helvetica habe ich jetzt hier, glaube ich, nicht drauf. Doch, ich habe sie drauf. Ja, doch, die ist besser. Helvetica Bold. Ja, die hat schön Breite. Oder bei der neuen Helvetica, genau, die hat hier so ein Bold. Ja, nehme ich mal die. So, und die muss ich dann in Pfade umwandeln. Beziehungsweise in eine Form umwandeln, Unterschrift in Form umwandeln. Und dann kann ich mit dem schwarzen Pfeil die einzelnen Pfade, die zu der Form gehören, bearbeiten. Im Ebenenbedienfeld habe ich jetzt eine Formebene. Das liegt hier dahinter. So, eine Formebene. Sieht man, vorher war es eine Textebene, jetzt ist es eine Formebene. Und die kann ich dann extrudieren und drehen und etwas verdrallen und so weiter. Ich mache mal mit gedrückter Alt-Taste eine Kopie von meinem H zum Beispiel. Mein E kann ich nehmen. Mit gedrückter Alt-Taste eine Kopie machen. Das Ganze ein bisschen nach unten schieben. Mit den Pfeiltasten auf der Tastatur kann ich das Ganze noch ein bisschen hoch oder runter schieben. Mit Steuerung T, Steuerung oder Apfel T kann ich transformieren. Und mit der Shift-Taste rastet das in 45 Grad Schritten ein. Ja, und jetzt kann ich zum Beispiel hier mit den Pfeiltasten mich ganz vorsichtig da so rantasten. Zum Beispiel die Buchstaben eben so ineinander schieben. Mit gedrückter Alt-Taste hiervon auch eine Kopie mit Steuerung T. Das Ganze kopieren und drehen und hier so ineinander hängen. Mit Enter, ne? Mit Enter bestätigen und ein bisschen auseinanderschieben. Gut, die ganze Geschichte schiebe ich mir dann mal ein bisschen besser in die Mitte. Genau, ich habe hier auch das Ausrichten. Ich kann das an der Leinwand ausrichten und einmal so zentrieren. Ich muss allerdings gucken. Er richtet die ja so aus. Die ganze Leinwand am Hintergrund ausrichten. Das könnte ich hier, wenn ich auf das Verschieben-Werkzeug gehe, die Ebene und die Hintergrundebene anwähle.
mit Shift und dann ausrichte und zu ausrichte. Genau. Wenn ich den Pfadauswahlwerkzeug nehme, dann richtet er halt die Pfade in der Mitte aus. Muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich das Verschieben-Werkzeug nehme, richtet er mir die Ebene aus. Genau, so. Jetzt wechsle ich mal in 3D, in den 3D-Bereich. Genau, ich habe ja hier das 3D-Bedienfeld. Es gibt den Arbeitsbereich 3D, den kann ich nehmen und dann zurücksetzen. Dann habe ich erstmal alle Bedienfelder, die dazugehören. Und zwar der 3D-Bereich. Ich mache eine Extrusion aus der ausgewählten Ebene. Ausgewählte Ebene, ausgewählter Pfad. Wenn ich das anwähle, wäre in dem Fall dasselbe, was da rauskommt. Eine Extrusion und ich erstelle das Ganze. Wird es sozusagen parallel nach hinten verschoben und ich wechsle jetzt in den 3D-Bereich. Die Extrusionstiefe habe ich hier. Da kann ich das Ganze ein bisschen kürzer machen, sagen wir nur 80, 90. Werde ich aber sowieso nochmal anpassen müssen. So, dann hatte ich die Schrift etwas anders dargestellt. Also zum einen möchte ich selber das Material, ich kann das hier anwählen. Die Grundfarbe von dem Material auf, sagen wir mal, fast weiß setzen. Und die ursprüngliche Textur, was jetzt hier diese schwarz war, kann ich hier entfernen. Dann habe ich jetzt nur noch die Grundfarbe übrig. Es gibt hier auch die Materialien. Da gibt es, glaube ich, hier auch eins ohne was. Keine Textur, genau. Das wäre das. Und genau, jetzt habe ich keine Textur drauf. Die Grundfarbe, wenn ich die jetzt ein bisschen dunkler mache, dann sieht man, dass die Schrift da wieder vorkommt. Und man sieht es ein bisschen schlecht, weil die Ebenen, die Hintergrundebene ist ja da. So ist vielleicht ein bisschen besser zu sehen, ja, wenn ich das Weiß erstmal ausblende. Textur ist nicht drauf. Ich nehme jetzt Weiß. Ja, jetzt sehe ich eigentlich fast nur noch meinen Schatten. Den muss ich natürlich dann im 3D-Bedienfeld, das Licht, kann ich hier anwählen und bewegen. Ja, es ist wirklich jetzt nur noch dieses eine Licht, was eben das Ganze stark ausleuchten kann. Und dann hätte ich noch gern die Darstellung verändert. Und zwar die Szene kann ich hier bei den Vorgaben mit durchgehendem Drahtgitter darstellen. Es gibt auch nur Drahtgitter. Das sieht so aus. Durchgehendes Drahtgitter ist ein bisschen besser, weil es lässt die Oberfläche stehen, finde ich jetzt in dem Fall. Und die Linien, da hätte ich die Linienfarbe, die ich da bestimmen könnte. Ich lasse es mal schwarz. Und ja, können wir also auch rote Linie machen. Das macht sich natürlich dann, man sieht das noch ein bisschen besser mit den Linien, wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen verdraller bewege. Genau, ich wähle mein Wort, mein 3D-Objekt quasi mal an und kann dann hier in den Eigenschaften-Bedienfeld, so ein bisschen größer aufziehen, habe ich hier die Möglichkeit, die Form zu bearbeiten, zu deformieren. Und zwar, wenn ich das Ganze verdrehe da hinten, dann dreht sich das. Wenn ich die Verjüngung einstelle, wird es ein bisschen schmaler. Und ich gehe jetzt mal aufs Biegen, vertikaler Winkel. Und dann sieht man, wie ich die Schrift hier so nach oben oder nach unten kippen kann. Den horizontalen Winkel, dann bewegt sich das so. Und wenn ich die Extrusionstiefe jetzt noch etwas erhöhe, dann kriege ich das Ganze dann noch ein bisschen besser geschoben nach unten. Und damit muss man jetzt rumspielen. Das heißt, ich kann auch die ganze Szene noch bewegen, wenn ich auf Szene gehe. Voraussetzung ist, dass ich auf dem Verschieben-Werkzeug bin. Also die gesamte Szene noch ein bisschen drehen kann. Ich kann aufs Wort selber gehen und hier mit dem 3D-Tool quasi mein
Objekt noch ein bisschen drehen, anderes Licht so drehen oder ein bisschen nach vorn kippen. Wie auch immer. So, und wenn mir jetzt einzelne Buchstaben noch nicht gefallen von der Position her, dann könnte ich die auch bearbeiten. Ich habe die Möglichkeit, die Quelle zu bearbeiten. Die Quelle ist eine PSB-Datei, ähnlich wie bei Smart-Objekten. Die steckt da drin, ein 3D. Also hier ist mein 3D-Objekt und hier ist jetzt die Quelle, das ursprüngliche. Ich kann auch die Fenster nebeneinander anordnen, zwei nebeneinander. Muss bloß jetzt sie wieder lösen hier. In meinem Fall ist das ein bisschen anordnen, nur schwebend. Dann kann ich es besser mir das platzieren. So, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel das U oder irgendeinen Buchstaben noch verschieben will, dann kann ich auf mein Farbauswahlwerkzeug gehen und sagen, ich hätte gern das U vielleicht dahin verschoben. Muss das speichern, Steuerung S. Und dann habe ich das Ganze verändert. Kann das auch da so drüber schieben, speichern, dann immer gucken, was da so bei rauskommt. Wie es mir dann eben am besten gefällt. Ich glaube, es war aber so, dass man es irgendwie nicht so direkt übereinander packt, sondern eben eher so. Es ist natürlich jetzt alles ein Objekt. Ich könnte die Extrusion teilen, um die Einzelbuchstaben oder die Einzelpfade verdrallen zu können. Aber da verliert alles nochmal seine Position. Also gehen wir aufs Verschieben-Werkzeug. Unter 3D habe ich hier Extrusion teilen. Aber es wird natürlich dann alles ein bisschen seinen ursprünglichen Platz verlieren. Ich müsste dann die einzelnen Objekte mit dem 3D-Tool hier wieder zurückholen. Das geht natürlich auch und dann kann ich die ja so ineinander schieben. Dann hätte ich jedes Objekt für sich und kann jedes Objekt für sich jetzt nochmal ineinander schieben, stärker verdrallen oder weniger verdrallen oder die Extrusion ein bisschen verlängern. Also da lässt sich natürlich dann gestalterisch nochmal viel mehr noch machen. Nach hinten schieben. So. Bisschen da hinein schieben, bisschen nach vorn, und dass das Ganze da sich da reinschiebt oder wieder raus. Könnte ich es noch ein bisschen drehen. Oder so. Jeden Buchstaben einzeln. Wenn ich den Buchstaben angewählt habe, jetzt kann ich ins 3D-Bedienfeld mal wechseln, da habe ich jetzt jeden Buchstaben einzeln. Dann kann ich natürlich auch den Buchstaben nehmen und die Form im Eigenschaften-Bedienfeld nochmal verändern. Zum Beispiel die Extrusionstiefe jetzt nur von dem L verändern. Jetzt nur das L hier verformen. Das heißt hier nochmal das den horizontalen Winkel verändern. Klappt sich das L jetzt hier noch ein Stückchen weiter vor. Den vertikalen Winkel verändern. Die Extrusionstiefe verändern. Ja, und das kann ich jetzt mit jedem Buchstaben halt machen. Wenn ich alles zusammen nochmal verschieben will, wähle ich die ganze Gruppe aus und schiebe halt jetzt nochmal die ganze Gruppe
skaliere nochmal an der gesamten Gruppe. Ja, und wenn ich dann mit meiner Darstellung zufrieden bin, dann kann ich sagen, jetzt rendern. Und das dauert dann eine ganze Weile. Aber sollte man auf jeden Fall tun, weil natürlich nur nach dem Rendern, wenn das Rendern dann fertig ist, ich wirklich sehen kann, wie das Ganze auch wirklich sich auswirkt. Jetzt ist es zum Beispiel etwas zu dunkel geworden. Mit Escape kann ich das unterbrechen und das Licht mir eben jetzt nochmal ein bisschen besser einrichten. Müsste, glaube ich, dann stärker von vorn kommen. Jetzt nochmal rendern. Immer noch ein bisschen dunkel, das Licht muss ich noch ein bisschen heller machen. Also ich kann das Licht, wenn es angewählt ist, im Eigenschaften-Bedienfeld dann noch ein bisschen heller machen. Intensität ein bisschen hochdrehen. So. Und jetzt nochmal rendern. Ja, so sieht das schon besser aus. Genau, und das dauert dann so circa 3 Stunden.